Ich begrüße Sie recht herzlich. Das Thema sind Hinweise zu der Art, wie diese Systemtransformation passiert ist. Man könnte sagen, ganz, ganz einfach von einem keynesianischen Regime über Jahrzehnte hinweg zu einem neoliberalen Regime. Diese Transformation geht global. Sie hat viele, viele Aspekte. Und ich möchte einen Aspekt beschreiben, der, glaube ich, weniger bekannt ist und den könnte man nennen als Überschrift eine Schockstrategie. Und bevor ich damit beginne, möchte ich erklären, in welcher Weise dieser Begriff verwendet wird und was ich damit meine. Eine Schockstrategie ist ein abrupter Wechsel in der Wirtschaftspolitik. Ein sehr, sehr abrupter Wechsel. Dieser abrupte Wechsel kann nur unter bestimmten Bedingungen ist es möglich. Der Wechsel kommt von oben, es ist quasi vom Staat verordnet, das heißt irgendjemand im Staat erringt die Macht oder hat die Macht. Das kann durch eine Diktatur sein, das können auch demokratische Prozesse sein und auf einmal wird sozusagen sehr relativ schnell von oben her ein System oder Kurswechsel verordnet. Unter welchen Bedingungen könnte das passieren? Eine Bedingung ist zeitlicher Art. Eine Möglichkeit könnte etwas sein, was man nennen könnte, dichte historische Zeit. Manchmal verdichtet sich die Zeit und dann ist es so, dass innerhalb von Tagen, innerhalb von Wochen, innerhalb von Monaten auf einmal Strukturen flüssig sind und in dieser Flüssigkeit kann man Veränderung machen. Soziale Strukturen, wirtschaftspolitische Strukturen, gesellschaftliche Strukturen sind ja ungeheuer zäh und langlebig. Und dann gibt es sozusagen so dichte Momente und da geht es auf einmal und gingen sozusagen relativ schnelle Systemwechsel. Das könnte zum Beispiel sein, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ein Putsch, das Beispiel in Chile, ist klar. Da kommt eine neue Elite an die Macht und da kann man jetzt sozusagen ganz, ganz schnell Systemwechsel machen. Andere Beispiele, die manchmal passiert sind, sind diese ganzen riesigen Systemtransformationen, wo der reale Sozialismus zusammengebrochen ist und dann auf einmal sich eine neue Wirtschaftssituation entwickelt haben. Und als ein Beispiel für Schockstrategie möchte ich ein bisschen näher die Situation in Russland 1991-92 im System übergangen sind. Da ist tatsächlich eine Schockstrategie par excellence passiert. Ein anderes Beispiel, wo ich jetzt nicht Zeit habe, darüber zu reden, ist Irak 2003. Okay? Der USA führt Krieg, also die Alliierten führen Krieg gegen dieses Land. Die Wirtschaftsstruktur wird zerstört, radikal, weil ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ist überhaupt am Staat angestellt. Und innerhalb von einem Jahr, das hat der Otto Bremer Römisch III gemacht, innerhalb von drei durch sogenannte Bremer Orders, wird sozusagen dieses ganze Land sozusagen auf völlig ein neuer Ort von wirtschaftspolitischen Systemen eingestellt. Und Irak ist ein ungeheuer neoliberales Land und diese ganzen Bürgerkrieg im Hintergrund hat auch mit der Wirtschaftspolitik zu tun. Das wird eigentlich wenig berichtet. Andere Ort von zeitlichen Bedingungen können spezielle historische Konstellationen sein. Eine spezielle historische Konstellation ist natürlich zum Beispiel, wie ist die Situation des Staates oder der Staatsfinanzierung nach der größten Finanzkrise nach 1945. Das ist genau die spezielle historische Situation, in der wir jetzt stehen. Und das ist einmalig, ja, das hat es früher nicht gegeben. Und in der Situation kann man sozusagen gewisse Arten von Schockstrategien durchziehen. Was in Griechenland passiert, ist eine Schockstrategie par excellence. Innerhalb von 3 Jahren sinkt das BIP um 20 bis 25 Prozentpunkte. Also es ist ungeheuer, was da passiert. Auch was gesellschaftliche Transformation, soziale Transformation, das geht ganz, ganz schnell. Und das ist in meiner Art von Reflexion, ist das politisch verordnet. Andere Art von Bedingungen ist natürlich, ich brauche sozusagen einen Machtkern. Ein Machtkern kann sein eine Diktatur. Der Machtkern kann natürlich auch sein eine Demokratie. Oft passieren Schockstrategien heimlich und sehr, sehr schnell. Manchmal auch so notstandsartig, so dass man irgendwie so wie Notstandsgesetze und dann passiert ist.
Und das Wichtige ist, Schockstrategien sind schlagartig, sie überrumpeln die Bevölkerung, auch keine langen Diskurse, sondern sehr, sehr schnell. Die Folgen ist, Schockstrategien, die gelingen, nicht alle sind gelungen. Es gibt Beispiele, wo das sehr gemildert war, wie zum Beispiel in Polen im Systemübergang. Ja? Wie die Solidarność dann an die Macht gekommen ist, wollte sie eine Schockstrategie machen. Ganz eigenartig. Ja? Die Gewerkschaftsvertreter machen das. Ja? Und das ist dann eine gewisse Zeit passiert das und dann werden die abgewählt und dann wird es wieder revidiert. Das heißt, es gibt gelungene Formen und es gibt nicht gelungene Formen. Ja? Wenn es gelingt, dann heißt es, dass die Lebensbedingungen der großen Bevölkerung schnell verändert werden, meist radikal verschlechtert werden, meistens sehr, sehr schnell. Mittelfristig können Schockstrategien Wachstum generieren. Es gibt Beispiele, wo das gelingt. Es gibt auch Beispiele von Ländern, die dann in eine lange, lange Stagnationsphase kommen, wie manche lateinamerikanische Länder. In manchen Ländern gelingt es. Ja. Und Chile ist ja ein gemischtes Beispiel. Ja. Die haben dann fünf Jahre nach dem Putsch haben sie dann sehr, sehr hohe Wachstumsraten, wo dann eine bestimmte Art von Wachstumsmodell gelingt, eine gewisse Zeit. Das heißt, Schockstrategie bedeutet auch, dass eine Krise per se für dieses neoliberale Projekt der Umgestaltung der Gesellschaft überhaupt nichts bedeuten muss, sondern im Gegenteil, wenn in der Krise das Machtsystem nicht in Frage gestellt ist, dann ist die Krise gut, weil jetzt kann man Schockstrategien anwenden. Und das ist auch die Situation, in der wir jetzt auf der EU-Ebene sind. Das heißt, neoliberale Eliten können von der Krise profitieren, auch von Krisen, die sich selbst generiert haben. Es gibt viele, viele Beispiele. Ich habe jetzt schon ein bisschen gesprochen, letzte Stunde, über Chile. Ich habe ein ganz bisschen gesprochen über die Strukturanpassungsprogramme der Washington-Institute, Weltbank und IWF. Da gibt es über 100 Beispiele gibt's da in verschiedenen Ländern, die natürlich jetzt sehr, sehr unterschiedlich sind. Meistens sind das Länder in der dritten Welt. Das müsste man jetzt sehr, sehr unterschiedlich beschreiben. Habe ich nicht die Zeit. Andere Beispiele, die ich kurz streifen möchte, sind Bolivien, Argentinien und Polen. Ganz kurz und kleine Exkurse. In Bolivien 1985 die erste Schockstrategie in Lateinamerika im Rahmen einer Demokratie, also nicht in einer Diktatur wie in Chile, sondern in Demokratie. 1985 wird der Diktator Hugo Banzer abgelöst durch die ersten demokratischen Wahlen. Der Nachfolger ist der Victor Paz. Der holt sich den Jeffrey Sachs als Wirtschaftsberater. Der Jeffrey Sachs geschrieben, ist eine sehr, sehr schillernde Figur, ein Harvard-Ökonom, relativ bekannt. Jetzt schreibt er im Augenblick gerade Bücher über die Armut. Also er geriert sich ganz anders, als wie die Beraterrolle, die er gespielt hat in einigen Ländern. Hat im Grunde genommen eher den Ruf gehabt, ein Keynesianer zu sein. Und hat allerdings in mehreren Ländern, also in Polen auch und in Russland auch später, sein erster großer Coup war in Bolivien, die Rolle eines marktradikalen Beraters gespielt, der völlig neoliberale Reformen gemacht hat. Er ist vom Präsidenten zum Berater worden. Ein Plan wurde ausgearbeitet mit 220 Einzelgesetzen, basierend auf den Plänen von Jeffrey Sachs, die in einem eigenen Gesetz alle Gesetze zusammen überfallsartig in einem Exekutiverlass gebündelt worden ist. Im Kern ist es gegangen und im Kern geht es bei diesen Schockstrategien oft darum, eine radikale Freigabe aller Preise, weil in diesem Ganzen, wenn ich an einen Marktpreismechanismus glaube, ist die Fokussierung auf die radikale Freigabe der Preise sozusagen logisch. Weil ich ja glaube, die Preise sind die wichtigste Informationsgröße
Das war zum Beispiel auch die Idee, die dann Jelzin gemacht hat 1992, radikal die Preise freigegeben. In einer vorher regulierten Wirtschaft kann das unterschiedliche Effekte haben. Meistens hat es die Effekte, dass ich Inflation habe, dass die Reallöhne sinken. Das war genau das Gleiche war in Bolivien. Die Gewerkschaften haben einen Generalstreik ausgerufen, die in La Paz eine Ausgangssperre. Die 200 höchsten Gewerkschafter sind inhaftiert worden für ein eigenes Gefängnis im Amazonasgebiet, haben sie es interniert. Der Streik hat zusammengegeben. Die Reallöhne sind ungefähr um 40% gefallen, Pro-Kopf-Einkommen sinkt und so weiter. Und längerfristig hat es dann Wachstumsraten zufolge gehabt. Ein anderes Beispiel ist Argentinien ab 1990. Wir haben ja ganz kurz gesprochen, glaube ich, vorige Stunde über den Falklandkrieg 1982. Die Maggie Thatcher profitiert von dem Falklandkrieg. Argentinien natürlich als kleines Land, rüstungsmäßig nicht gerüstet, verliert. Die Junta muss zurücktreten. In Argentinien kommt es wieder zu einer Demokratie. Der neue Präsident 1983 ist der Raúl Alfonsín. Die USA bestehen darauf, dass die Staatsschulden der Junta übernommen werden. Die Banken geben keine neuen Kredite. IWF sagt, wir machen nur Kredit unter so einer Art von Strukturanpassungsprogramm. Die Folgen sind Hyperinflation, Hungeraufstände, die schlechte Wirtschaftssituation ab 1989, Regierung von Carlos Menem. Menem holt sich in dem sogenannten Cavallo-Plan die Chicago Boys und die machen wieder sozusagen ein typisches Schockprogramm. Schnelle Privatisierung, also zum Beispiel Telefongesellschaften, Verkauf von Staatsunternehmen, das hat keinen nachhaltigen Effekt auf den Ausland und 1992 kommt ein neuer Plan und mit Zusammenhang mit den sogenannten Brady Bonds. Brady war damals der Finanzminister in den USA. Ein anderes Beispiel, das wenig bekannt ist, ist Polen. Polen war ja das Land in Europa, bei dem es zuerst gelungen ist, dieses kommunistische Regime abzuschütteln. Polen hat ja eine lange Tradition. Die Tradition geht zurück bis 1980, die ersten Arbeiterstreiks in der Werft von Danzig, Lech Walesa, aber sie sind viel zu jung, um sich an diese Dinge erinnern zu können, der damals sozusagen der Gewerkschaftsstar war. Und das wird dann unterdrückt. General Jaruzelski 1991 übernimmt die Macht. Solidarność geht in den Untergrund. Und 1988 gelingt es ihnen wieder, große Streiks zu etablieren. Die Partei lässt sie gewähren. Mittlerweile ist Gorbatschow in der UdSSR an die Macht. Und in dem Kontext, ja, gibt es freie Wahlen 1988. Bei den ersten freien Wahlen noch 1945 kriegt die Solidarność, ich glaube, alle Stimmen im Parlament, alle Sitze im Parlament bis auf eine, also ungeheure Volksbegeisterung. Und die Tragödie, die sie eben abspürt, ist die, dass die Solidarność eigentlich keine wirtschaftspolitischen Vorstellungen hat, in welcher Weise das Land zu verändern ist, sich wieder die Chicago Boys holt, der erste Finanzminister Balcerovic nennt sich als Chicago Boy Honoris Causa, hat er sich selber mal bezeichnet. Jeffrey Sachs kommt als Berater,
der sogenannte Sachs-Plan, auf 15 Seiten, formuliert für Polen eine Schocktherapie, die wieder sehr, sehr ähnlich ist wie in Bolivien. Also die Erfahrungen von Bolivien haben ihm da geholfen. Über Nacht werden die Preiskontrollen abgeschaffen, die Subventionen gekürzt, Großbetriebe privatisiert und so weiter. Die Bevölkerung geht dahin in Widerstand und 1993 wird die Solidarność dann abgewählt und der Koalition von Linksparteien gewählt. Also das heißt, es ist ein Beispiel für eine versuchte Schockstrategie, die nur teilweise erfolgreich war. Ein anderes wenig bekanntes Beispiel, das ich ein ganz bisschen ausführlich erzählen möchte, ist der Systemübergang in Russland. Die Russland und der gesamte kommunistischen Länder, also diese Staatswirtschaftsländer, haben bis in den 70er Jahren relativ hohe Wachstumsraten. Das heißt, in den 70er Jahren sind die Wachstumsraten höher als wie in den sogenannten westlichen Ländern. Ab der zweiten Hälfte der 70er Jahre kommt dieses ganze System in schwere strukturelle Probleme. Ab den 80er Jahren ein Ort von schleichender Wirtschaftskrise, die viele Ursachen hat, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Also das ist wiederum eine sehr, sehr komplexe Geschichte, warum die am Anfang so erfolgreich sind, mit hohen Wachstumsraten und nachher sozusagen mit niedrigen. Man könnte ganz, ganz vereinfacht das auch so beschreiben, die Globalisierung, die jetzt einsetzt in den westlichen Ländern, das wird genau das Problem und hier können die nicht mithalten. Das heißt, die können sozusagen, die schaffen es nicht, sozusagen Produkte zu finden, die sich auf einem globalen Markt bewerben kann. 85 kommt Gorbatschow an die Macht. Gorbatschow möchte im Grunde genommen, er scheitert darin, er will dieses System transformieren. Man könnte sagen, vielleicht nicht so das chinesische Modell, weil man kann ja diese Dinge ja nicht so vergleichen, aber er möchte einen Ort marktwirtschaftlichen System etablieren, mit einer sehr, sehr starken sozialen Komponente und mit einem sehr, sehr starken Staat, der sozusagen große Teile der Industrie kontrolliert. Und das ist sozusagen das, was er intendiert und im Gang der Geschichte bewirkt er, was das eigentlich ein völlig anderes System entstanden ist. Naja, sicher, hohe Wachstumsraten ist natürlich, der heißt auch, dass die Reallöhne steigen. Ja. Na, in Relation von den Wachstumsraten, in den absoluten Zahlen, waren ganz große Differenzen. Ganz, ganz große Differenzen. Und zum Teil ist sozusagen, es sind viele Arten von Problemen. Ein Problem ist sozusagen auch die Vertrauenswürdigkeit der Statistik. Oder zum Beispiel in den letzten 5 Jahren im Bestehen der DDR waren die Statistiken alle gefaked. Und das hat man damals nicht gewusst als Ökonomen. Also die haben rein von den Zahlen her, waren sie 15 reichste Staat sozusagen im gesamten europäischen Raum. Und man hat das eigentlich überschätzt. Die spezifischen Arten, wie die sogenannte Abwicklung passiert ist, zum Beispiel auch in der DDR, ja, trägt dem Regime nicht Rechnung. Weil eine gewisse Art von ökonomischer Substanz, die vorhanden war, in einer eigenartigen Weise entwertet worden ist. In der Sowjetunion ist die Entwertung durch die Preisfreigabe gegeben, über das sprechen wir gleich. In der DDR ist die Entwertung dadurch passiert, durch die ganz spezifischen Bedingungen, in der diese Treuhandgesellschaft funktioniert hat. Vor dem ist jetzt vor ungefähr einem Monat ein Buch erschienen, wo man das im Detail nachlesen kann, wie die Treuhand agiert hat. Also die eigentlich sozusagen diese Konkursmasse gehabt hat und dann die ganzen DDR-Betriebe abgewickelt haben. Gorbatschow lässt eine Art von Demokratisierungsprozess, diese Perestroika, ja, diese Öffnung zu, die dann sozusagen eine Eigendynamik passiert, die zentrale Bruchstelle, die jetzt dann in diesem Regime auftritt, ist der Zusammenhang der Sowjetunion als übergeordnete Instanz und unter die einzelnen Ländern. Die Sowjetunion, die ist ja formal
legistisch konstruiert gewesen als eine Art von Staatenbund. Nur im Stalinismus hat dieser Staatenbund überhaupt keine Bedeutung gehabt, weil die regionalen Präsidenten haben überhaupt keine Macht gehabt. Und jetzt in diesem Aufbrechungsprozess, ja, kriegen die einzelnen Staaten Macht. Es gibt einen Machtkampf zwischen dem Unionzentrum, geleitet von Gorbatschow, und den einzelnen Staaten. Und in den einzelnen Staaten ist der Wichtige der Jelzin, der ja in Russland, das ist sozusagen der größte sozusagen Teilstaat in diesem Staatenbund, in demokratischen Wahlen ungeheuer populär wird und da an die Macht kommt und im Jahre 1990 einen Coup startet, in dem er gemeinsam mit anderen Staaten am Bund abschließt und sich selbst als formal unabhängig definiert. Und in dieser Unabhängigkeitsdefinition geht quasi die Macht in Russland an Jelzin über und der Gorbatschow ist sozusagen, hat sein Amt aber ohne irgendwelche Befugnisse. Und nachher tritt er dann auch zurück. Und in dem Streit geht es einerseits um die Befugnisse und natürlich geht es ums Geld, es geht um die Steuereinnahmen. Wohin sollen die Steuereinnahmen fließen? Darf das die übergeordnete Stelle verwalten oder müssen das Und Jelzin ist jemand, der ein völlig marktradikales Programm fährt, also ganz unterschiedlich, völlig andere Art von Wirtschaftskonzeption als wie Gorbatschow. Da ist sozusagen genau diese Ding. Jelzin formuliert im Jahre 1990 das Programm der 500 Tage, die im Grunde genommen eine Art von Schockprogramm ist, wobei im ersten Programm der Übergang von dieser Planwirtschaft zur Marktwirtschaft beschrieben wird. Es ist allerdings, es wird eher so formuliert, man kann das machen ohne Einbuße der Bevölkerung in Bezug auf den Lebensstandard. Und im Dezember 1991 geht es dann sozusagen die Macht, eigentlich putschartig, muss man sagen, auf Jelzin über. Und Ende des, also im Jahre 91 passieren dann diese ganzen Programme und die dann schlagartig im Jahre 1992 losgehen. Jelzin lässt sich im Oktober 1991 Befugnisse geben vom Parlament. In diesem schlagartigen Übergang spielen der Internationale Währungsfonds und die Weltbank mit. Die sagen, das sind genau die Bedingungen, dass man überhaupt Kredite geben kann. Das zentralste Moment, das dann im Jahre 1992 schlagend wird, ist die sofortige Freigabe von Preisen, von den wichtigsten Preisen. Dann startet man ein Privatisierungsprogramm. Ich bin jetzt schon auf der nächsten Seite. Ende 91 lässt sich Jelzin vom Parlament Sonderbefugnisse geben in Bezug auf Wirtschaftspolitik. Er darf ein Jahr lang machen, was er will, ohne Kontrolle. Und er verspricht der Bevölkerung, nach dem einem Jahr ist die Wirtschaftskrise, die 1991 schon eingesetzt hat, aus verschiedenen Gründen, nach einem Jahr ist diese Wirtschaftskrise frei. Am 01.01.92 werden die Preiskontrollen aufgehoben. Gleichzeitig startet ein Privatisierungsprogramm. Dieses Privatisierungsprogramm wird zuerst so ein Voucherprogramm, das heißt, jeder in der Bevölkerung bekommt so eine Art von Gutscheinen und diese Gutscheine so quasi wie Volksaktien, ja, und diese Gutscheine definieren an Besitz an den Firmen und die Firmen waren ja, de jure waren das ja Volksvermögen. Das heißt, was passiert sozusagen mit diesen Firmen? Die Freigabe der Preise hat eine schlagartige Hyperinflation zur Folge.
Ich habe da eine Tabelle angeführt über die Zahlen. Die Inflationsrate im ersten Monat ist 300%. Das heißt, die Preise verdreifachen sich schon im ersten Monat und so geht es weiter. 27% im zweiten, 16% im dritten, 17% im vierten und so weiter. Das heißt, eine riesige, riesige Inflation. Die Steigerung dieser Preise bedeutet, dass das Geldvermögen der Betriebe mit einem Schlag entwertet ist. Das heißt, alle diese Betriebe haben ja finanzielle Ressourcen, die finanziellen Ressourcen sind entwertet. Die Betriebe gehen dann zum Teil, die gehen dann zum Teil über, einen reinen Tauschhandel zu treiben, also irgendwie ganz eigenartig, der Markt bricht zusammen, das heißt, ich sage, ich kann Öl liefern und du musst mir irgendwelche Kabel liefern und man macht wirklich Bartertausch. Auf Bartertausch rennt das. Gleichzeitig in der Außenrelation gibt es drastische Abwertung des Rubels. Das reale BIP 1992 in einem einzigen Jahr fällt um 14,5%. Das heißt 14,5%. 1993 ist 8,7 Prozentpunkte. Der Pro-Kopf-Konsum geht in diesen Jahren um 40% zurück. Also man kann sich das vorstellen, was das für die Bevölkerung bedeutet. Jelzin kommt in einer Krise. Im September 1993 gibt es einen Putsch von Jelzin, der in der westlichen Presse immer ganz, ganz positiv berichtet wird. Jelzin schwingt sich zum Diktator auf, lässt das Parlament beschießen, es gibt 500 Tote, das Ganze wird in Europa recht positiv beurteilt. Ja. In Russland gibt es Diktatur, Ausgangssperren, Pressezensur. In der Weise geht es weiter und ab 1993 etabliert sich dann dieses eigenartige Wirtschaftssystem in Russland, das eigentlich, man könnte sagen, ein Kapitalismus ist, der von Oligarchen geleitet ist. Das heißt, es ist eine Art von Struktur, von Gesellschaftsstruktur, der bei uns völlig unbekannt ist. Bei uns gibt es schon eine reiche Leute und bei uns gibt es eine ganz eine große Art von Ungleichheit, die zunimmt. Aber in dieser Drastheit, wie in Russland, dass da ganz, ganz wenige Oligarchen gibt und die Großteil der Bevölkerung sinkt in Armut herab, relativ drastisch, ungefähr in einer Zeitspanne von 5 Jahren, ja, das ist bei uns unbekannt. Und jetzt könnte man, und die Geschichten davon sind erzählt, wie sich die Oligarchen bilden, also was das für Leute sind, wie sie die bilden, das sind oft sozusagen Manager, die früher in Betrieben sind, das sind Leute, die irgendwie Zugang haben, zum Beispiel zur Zentralbank. Alle von denen kommen aus dem Dunstkreis vom Jelzin. Das heißt, das ist, man könnte sagen, im Grunde genommen, das ist ein Gaunerklick, die sich bereichert, die ungeheure Umverteilung macht. Ab dem 94er Jahr geht der Krieg mit Tschetschenien los. Krieg ist immer die beste Art von Ablenkung, also immer wenn die Kriegskarte gezückt wird, muss man immer spitzen und muss man immer die Frage stellen, hallo, was wird hier inszeniert, weil moderne Kriege sind Inszenierungen. Im Schatten des Tschetschenienkriegs gibt es dann 1996 wieder Wahlen, die Jelzin gewinnt. Es gibt jetzt mit den Oligarchen ein Zusammenspiel mit der Nationalbank, mit IWF, also zum Beispiel die Kredite in der Nationalbank, die Kredite geben es weiter an Firmen, die sie selbst gegründet haben. Diese Firmen machen dann bei irgendwelchen Scheinversteigerungen von großen Betrieben mit und schanzen sich selber diese großen Betriebe zu. Und so geht es hin und her. Und auf einmal habe ich dann eine Struktur mit 15 Milliardäre im Hintergrund, ja. Mit einem ungeheuren Elend. Und im 1999 gibt es die Machtübergabe an Putin. Jelzin ist da zu dem Zeitpunkt krank, also die Fernsehaufnahmen, die man gesehen hat, er hat gerade noch stehen können und nicht einmal das gescheit, hat verschiedene Krankheiten gehabt, übergibt ihm das unter der Bedingung, dass er und seine gesamte Clique verfolgungsfrei gestellt wird.
unter der Bedingung hat er ihm die Macht gegeben. Und seit 1999 haben wir die Herrschaft von Putin. Das heißt, es hat jetzt verschiedenste Arten von Präsidentschaften gegeben und immer den Wechsel. Einmal ist er Ministerpräsident, jetzt ist er zum dritten Mal Präsident, also seit 1999, praktisch eine ewige Zeit. Manche Leute kennen sie Russland, die dort aufgewachsen sind, die Jungen, die können sich das Land gar nicht mehr ohne den vorstellen. Ein paar Zahlen, was das für die Bevölkerung bedeutet hat. Ja. Eine mögliche Zahl ist das Realeinkommen. Wenn man sich zum Beispiel... Das ist in der Tabelle die dritte Zeile. Wenn man zum Beispiel 1991 als 100 definiert, als ein Level von Realeinkommen, dann habe ich auf 92 an ungeheuren sinken auf 43 Prozentpunkte eine langsame Erholung und 2004 ja, ist das Realeinkommen auf 73 Prozent der Situation von 1991. Also unglaublich. Die Reallöhne haben sich halbiert zwischen 1991 und 2004. Die Ungleichheit ist gestiegen, zum Beispiel die eine Zahl. 1991 hat das höchste Fünftel 31% der Eingekommen gehabt. Im Jahr 2003 sind das 46 Prozentpunkte und so weiter. Erst Anfang 2007, bin schon auf der nächsten Seite, erreichte das russische Bruttoinlandsprodukt das Niveau von 1999 und die Löhne sind inflationsbereinigt, das heißt real, erst auf 80% des Niveaus von 1989. Das heißt, über 15 Jahre haben die niedrigeres BIP gehabt als wie vorher, im vorherigen Regime, im Durchschnitt der Bevölkerung. Eine Sache, wo das ganz drastisch dokumentiert wird, das sollte diese Statistik unten zeigen, die Grafik unten zeigen, ist, die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer in Russland, das sind WHO-Zahlen, ist drastisch gesunken. Also wenn man sich anschaut, Europa und USA habe von den 60er Jahren bis 2005 einen langsamen Wachstum von ungefähr 66-67% auf 74 Jahre, also steigt langsam an und seither hat es sich ja relativ erhöht. Das heißt, wir haben im Augenblick ein relativ schnelles Anwachsen der durchschnittlichen Lebenserwartungen aus vielen, vielen Gründen. Also die ganz dramatisch geht. In jedem Jahr ist das, glaube ich, ein Monat oder so irgendwie. Also warum das ist, weiß man ja gar nicht. Also wir haben jetzt eine Phase, wo die Lebenserwartung auf einmal so steigt, wie das kulturell, menschheitsgeschichtlich überhaupt noch nie der Fall wäre. Und ich glaube, jetzt die durchschnittliche Lebenserwartung von einem kleinen Baby, das jetzt auf die Welt kommt, ist 100 Jahre oder so. Und was das alles bedeutet und welche Kultur wir da reinkommen, das sind alles völlig offene Fragen. Ja. In Russland habe ich interessanterweise ab den 70er Jahren schon ein langsames Rückgehen. Das hat auch zum Teil mit dieser ganzen Krise, vor allen Dingen dann in den 80er Jahren. Und ich habe dann ab 91 ein ganz drastisches Sinken. Das heißt, es ist ungefähr in der Größenordnung von 6-7 Jahren im Durchschnitt sinkt die Lebenserwartung und das Sinken. Ein Sinken der Lebenserwartung um 6-7 Jahren ist vergleichbar, so wie wenn sie einen Krieg gehabt hätten oder wenn die Pest ausgebrochen wäre, so wie im Mittelalter oder so. Also rein von der Statistik her, natürlich hat es viele Ursachen. Auf der nächsten Seite ein kleines soziologisches Modell, wo man versuchen kann, was kann das ausgelöst haben? Es ist sehr, sehr komplex. Man könnte sagen, State-Fehler, der Zusammenbruch der Ordnung, auch zum Beispiel in der Verfolgung von Kriminalität, der Zusammenbruch von Gesundheitssystemen, das heißt, die gesundheitliche Versorgung wird schlechter, dann die Firmenzusammenbrüche, hohe Arbeitslosigkeit in einem Land, das keine Erfahrung hat mit Arbeitslosigkeit, dann das Sinken der Reallöhne, die ganze Gesundheits- und halt der ganze psychosoziale Stress, der das auslöst, bis hin zu Hunger, das sind Zahlen von UNICEF im Jahre 2006. Wie es im Augenblick ausschaut, weiß ich nicht. Das ist sicher sehr viel besser als wie damals. Im Jahre 2006 sind in Russland über 3 Millionen Kinder ohne Zuhause und das, glaube ich, ist eine sehr dramatische Sache. 40% der Bevölkerung konsumiert weniger an Kalorien, als es das Substanzniveau erfordert. Das heißt, die Leute hungern zum Teil, 60% weniger an Proteinen und es gibt dann so
so, wo dann unten so ein Armuts- und Hungergürtel in diesen Südstaaten gezeigt wird. Bei uns hat man das gemerkt, dass auf einmal aus diesen Ländern die Prostituierten auf der Straße gestanden sind, weil das, Prostitution ist oft ein Ausdruck von Hunger. Das heißt, von einem ungeheuren Elend. Und das sind dann die Prostituierten, die da aus diesen Südländern um diesen Gürtel passieren. Ich wollte Ihnen das deswegen erzählen, weil diese Dinge völlig unbekannt sind. Es gibt auch wenig Forschungen. Ich habe mich bemüht, in der Quellenlage das immer anzugeben, von wo ich das habe. Das heißt, WHO-Zahlen werden nicht von mir erfunden, die kann ich nicht erfinden. Also ich kann das jetzt nur weitergeben. Und ich denke, es ist ein Beispiel für eine sehr, sehr drastische Art von Schockstrategie mit sehr, sehr weitreichenden Folgen. Ich komme jetzt zurück und ich möchte ganz kurz Informationen geben über ein Land, das in diesen ganzen kapitalistischen Weltprozess eingetreten ist, allerdings unter ganz, ganz anderen Bedingungen. Ich möchte in dem Skriptum die erste Seite, Überschrift des Momente der Globalisierung, die erste Seite streichen. Das schauen wir uns nicht an. Und ich fange gleich an und möchte ein ganz bisschen summarisch was erzählen über China. China, Herrschaft von Mao Zedong, 49 bis 76, der große Sprung und so weiter, große proletarische Kulturrevolution. Ab 78 Deng Xiaoping, der Klassenkampf als offizielle Ideologie, als kommunistische Ideologie wird beendet. Es gibt erste Reformen, vor allen Dingen in der Landwirtschaft, mit guten Ergebnissen. Es ist ja ein Land, das ja immer noch, ein Großteil der Bevölkerung ist ja immer noch in der Landwirtschaft. Ab 84 Reform der Industrie. Ab Ende der 80er Jahre geht es mit den Sonderwirtschaftszonen los. Und Sonderwirtschaftszonen sind Gebiete, die man geöffnet hat unter einer Art von Sonderrecht für ausländische Konzerne. Sonderrecht heißt zum Beispiel eigene Zollverordnungen, niedrige Gewinne, ganz, ganz unterschiedlich, infrastrukturelle Hilfen und. An den Küstenregionen. In der Tabelle sehen Sie das, das heißt, das ist an den Küsten angesiedelt. Große internationale Konzerne machen Joint Ventures. Ein Modell, das gibt es immer noch, aber mit großen, großen Erfolgen. In Ende der 70er Jahren beginnt langsam eine Demokratiebewegung in China. Zum Beispiel 1978 Manifest Demokratie, die fünfte Modernisierung und so weiter mit Protesten. Ende der 60er Jahre gibt es Protestbewegungen von Seiten der Arbeiter und dann von den Studenten. Ab 86 geht es mit Studentendemonstrationen los. 88 Hyperinflation, 4. Mai 1989, dramatischer Höhepunkt. Die Partei beschließt, die Studentenrevolutionen durch einen staatlich organisierten Mord zu beenden. Das heißt, tausende Studenten, die da auf diesem Platz des himmlischen Friedens stehen, werden einfach niedergeschossen mit der Maschine, mit tausenden Toten. Und das ist jetzt seitdem in China ein ungeheures Tabu. Also man könnte sagen, es ist halt ein kollektives Trauma, ein kollektiver Schock mit all den Opfern, wie man das halt auch psychisch bewältigen muss, wie man sowas verstehen kann. Und das Eigenartige ist, genau ab der Situation
geht es sozusagen jetzt richtig los in diesem in dem Steigerungsprogramm. Und jetzt kommt eigentlich erst, und das ist auch sehr bezeichnend, jetzt kommt erst die große Welle der ausländischen Direktinvestitionen in das Land. Das heißt, die Friedhofsruhe ist hergestellt und dann geht es los. Und natürlich das gesamte System ist ja ungeheuer erfolgreich. Das heißt, China hat ja traditionell ja jetzt schon 3 Jahrzehnte Wachstumsraten in der Höhe von 10% real. 10% real heißt, alle 7 Jahre verdoppelt sich das BIP. Ja, also es ist ein ungeheures Ding. China tritt dann in sehr, sehr speziellen Beziehungen ein. Eine Möglichkeit, ganz vereinfacht diese Beziehungen zu beschreiben, und ich habe das versucht, da in dieser Zeichnung zu machen, ist, manche beschreiben das so, manche Wirtschaftshistoriker, die sagen, es hat sich sowas wie ein Bretton Woods II etabliert. Bretton Woods II hat folgende Konstitutive. Der Wechselkurs zwischen China und USA, das sind sozusagen die 2 wichtigsten Länder, werden fast konstant gehalten. Das heißt, ich habe Bedingungen wie in der alten Bretton Woods Ordnung, die Ordnung war mit festen Wechselkursen. In diesen Wechselkursen ist das Wirtschaftsmodell von China auf Exporte gerichtet. Ungeheuer große Exportquoten, also es gibt keine anderen Länder, die hat hohe Exportquoten haben. Es hat zum Beispiel, wenn man zum Beispiel die Exporte und die Investitionen zusammenzählt, natürlich ist das etwas, was für die Berechnung des BIP nicht zulässig ist, weil in das BIP gehen nicht die Exporte rein, sondern Exporte minus Importe. Das Leistungsbilanzdefizit ist Teil des BIP und nicht die Exporte. Aber wenn man nur das zusammenzählt, um das zu illustrieren, nämlich die Ausrichtung der Wirtschaft, dann hat es in manchen Jahren gehabt 80% der Wirtschaft. Das heißt, 80% von dem allen, was erwirtschaftet wurde, dient den Investitionen, das heißt sozusagen Erweiterung, neue Maschinen, neue Fabriken, Infrastruktur, beziehungsweise den Exporten. Das heißt, was natürlich ungeheuer unterentwickelt ist, ist der einheimische Konsum. Das hat viele, viele Gründe. Ein Teil ist die Art, wie das Bankensystem in China etabliert wird. Das Bankensystem hat relativ niedrige Zinsen. Die Zinsen sind meistens niedriger als wie die Inflationsrate. Das heißt, ein normaler Sparer hat negative Realzinsen. Er hat nicht sehr viel Möglichkeit, sein Geld anzulegen. Eine Möglichkeit ist, wenn er ein bisschen Geld hat, ist in Immobilien. Das heißt, es gibt ja in China hat es ja viele Jahre immer einen Immobilienboom gegeben. Und der andere Hintergrund ist, weil es gibt kein funktionierendes Sozialsystem in Bezug auf Rentensystem. Und mit der Ein-Kind-Politik, die ja China ja ungeheuer erfolgreich durchgezogen hat, ist ja genau die Schwierigkeit, ist, die alten Leute wissen nicht, ob das eine Kind sie überhaupt ernähren kann. Das heißt, sie versuchen zwanghaft zu sparen. Das heißt, dieses zwanghafte Sparen manifestiert sich ja dadurch, dass die Konsumnachfrage in Relation so niedrig ist, weil sie sparen müssen, weil sie sozusagen die Drohung haben mit einer ungeheuren Altersarmut. Also es sind viele, viele Sachen, die da miteinander gehen. Der große Trend geht Exporte, symbolisiert durch diese Containerschiffe, die dann an die Westküste der USA kommen. Und die USA hat praktisch in diesem Bretton Woods 2 System eine andere Art von spiegelbildlicher Infrastruktur, die genau das stützt. Ja, und die Struktur in den USA ist völlig anders, nämlich ein ungeheuer hoher Privatkonsum. Es hat vereinfacht, also ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen, ist das in einer Größenordnung von 80%-Punkten, also 8% dessen, was in Amerika vom BIP erwirtschaftet wird, wird konsumiert. Die Sparquoten traditionell ganz niedrig, es hat sogar Jahre gegeben mit negativen Sparquoten. Das heißt, bei uns ist die Sparquote ungefähr in der Größenordnung von 11%-Punkten, so ungefähr 11, 12. Das ist so der Pendel. Bei denen hat es dann sogar negative gegeben.
Das heißt, es ist auch eine Art von Wirtschaftspolitik, die ganz auf Konsum ausgerichtet ist. Und diese Ausrichtung auf Konsum ist ein kreditfinanziertes Wirtschaftssystem. Eine Kreditkarte in den USA ist wirklich ein Kredit. Bei uns ist es nur eine Zahlungsverzögerung um einen Monat. Bei uns wird das ja kaum unter Kredit gewürdigt. Bei denen ist es wirklich Kredit. Und ein Teil der Bevölkerung hat ja überhaupt kein Vermögen. Das heißt, die leben wirklich von einer Zahlung an die nächste und der Kredit ist ein Kredit, sonst können sie den ganzen Konsum, den sie haben. Und die USA ist im Durchschnitt, ja, ist das ein ungeheuer reiches Land. Wenn ich mir die Streuung anschaue in der Bevölkerung, gibt es einen ganz großen Teil von einer Armut, die es bei uns in Europa auch nicht gibt. Wenn ich mir die Streuung anschaue. Aber das heißt, ich habe jetzt da die Idee, das Wirtschaftswachstum ist konsumfinanziert, zweitens kreditfinanziert und die USA ist die große, ist sozusagen der große Wirtschaftsblock, vereinfacht gesprochen, ein Viertel des BIP der gesamten Welt ist die USA. So in der Größenordnung ist das. Das sinkt jetzt. Und China hat ja jetzt, wenn man den offiziellen Zahlen trauen kann, hat ja Japan an der Stelle der zweitgrößten Wirtschaftsmacht abgelöst. Das war ja voriges Jahr genau dieser Umschwung. Vorher war immer Japan die zweite. Ja. Der Euro-Raum, also der EU-Raum als Ganze wäre die größte. Wenn das ein Staat wäre, wäre das der reichste. Die Eurozone als solche ist sozusagen die größte und reichste Wirtschaftsregion der Welt. Und wie finanzieren das? Wie finanziert das die USA? Sie finanzieren es, indem es durch Kredite. Das heißt, so kommt es dazu, dass in China sich ein ungeheurer Devisenvorrat ansammelt. Ein Teil der amerikanischen also Treasury Bills, die amerikanischen Wertpapiere in den USA, und die haben sozusagen den großen Devisenvorrat. Das heißt, vereinfacht gesprochen ist, China verkauft seine Produkte, indem es die Produkte selber finanziert. Ja. Und jetzt ist sozusagen die Schwierigkeit, sollte man die Währungsrelation ändern, sollte man es nicht ändern? Sie hat sich ein bisschen verbessert. Die USA machen dann immer den Vorwurf, ihr habt eine Höherbewertung, damit habt ihr sozusagen die Exportstütze, müsstet ihr eigentlich sozusagen abwerten. Die Problematik für China ist, abzuwerten heißt, sie wird sozusagen dann den realen Wert ihres Devisenvorrates abwerten. Sie werden sich sozusagen die eigene Vermögensbasis untergraben und mit der Vermögensbasis kann ich ja was machen. Ich kann in andere Länder investieren und so weiter. Und die große Schwierigkeit, vor der sich China steht, ist, ob es gelingt, die ganze, und das ist halt ganz, ganz schwierig, das kann man nicht einfach machen, ob es gelingt, die Industriestruktur auf inländischen Konsum umzuändern. Das kann man nicht von einem Tag am anderen machen. Das kann überhaupt nur ein langfristiges Programm werden. Das heißt, das zu ändern und ein Sozialsystem aufzubauen, damit sozusagen die Bevölkerung sozusagen besser gestützt wird. Haben Sie ein bisschen eine Idee? Bretton Woods 2? Auch dieses ganze exportorientierte Modell und dieses kreditfinanzierte Modell. Und vielleicht noch ein ganz kleinen Exkurs, weil ich möchte nächste Stunde ein ganz bisschen drüber zu reden. Dieses exportfinanzierte Modell und das kreditfinanzierte Modell beschreibt auf einer sehr abstrakten Ebene, nicht im Beispiel von China und USA, genau die Situation, in der jetzt Europa steht. Weil in Europa gibt es ein exportorientiertes Modell. Die wichtigsten Länder im exportorientierten Modell ist Deutschland, Österreich, Niederlande, die exportieren. Und das andere ist ein kreditgestütztes Modell und das war das Modell in den Südländern. Griechenland, Portugal, Irland, Spanien. Und das Modell ist nach 2008 zusammengebrochen. Und es wurde nicht durch ein anderes Modell ersetzt. Das ist ein Teil der Problematik. Die haben eine Art von Wachstumsmodell gehabt. Dieses Modell war erfolgreicher als das exportorientierte. Die haben vor der Krise höhere Wachstumsraten gehabt von Deutschland. Und Deutschland war ja 3 Jahre lang der Defizitsünder. Die Spanien und so weiter haben alles richtig gemacht, ja, und die haben kein Budgetdefizit gehabt. Deutschland war, und jetzt durch die Krise hat es sich umgedreht. Jetzt durch die Krise. Und dieses Modell ist zum Beispiel jetzt wieder. Über das werden wir ganz kurz sprechen.